Hallöchen, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Tanks. Und diesmal bin ich nicht alleine, beziehungsweise ich bin wieder mal nicht alleine und bei mir ist noch jemand. Du bist... Ich bin der Sokrates. Sokrateslein? Er wird mich hoffentlich mal wirklich... Er wird mich hoffentlich mal wirklich mentalisch unterstützen. Letztes Mal hat er total jämmerlich versagt, ich bin sehr enttäuscht. Entschuldigung. Ja, einmal... Einfach mal auf seinen Kanal gehen und einfach nur Hater-Kommentare machen. Ja. Ja, dadurch wird man auch Fame. Not nicht gesehen. Hey, du bist 50. Ja, und ich denke mal... Ich weiß gar nicht, was ich gerade ansprechen wollte. Ich glaube, wir versuchen uns die T-54 zu crawlen. Relativ guter Spieler, wie ich gerade sehe. Aber langsam nähert sich der hungrige Tiger dem T-54. Hallo? Erstmal. Das weiß ich, wenn man... Ah! Damn it! Oh, so, aber noch was. Aua. Hä? Wir sitzen fest. Frech. Wir tauchen auf einmal alle auf. Ja, leck mich. Jetzt habe ich keine Kette mehr, der Arsch umfährt mich und jetzt bin ich am Arsch. Lol, schießt er noch daneben. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Au, lass mich. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, die hauen ab. Ich lebe noch. Ja, ein bisschen Action los. Würde ich sagen. Naja, boah, IS-3. Aha, gebounced. Also, wenn ich mir mal denke, das sind richtige... Lol, warum bouncen die alle? Bin ich jetzt total am Lacker oder sind die totale Idioten? Ja. Die bouncen alle meine Klappe. Meine Fresse. Ich hätte wirklich jetzt gelacht, wenn er wenn jetzt wieder gebounced wäre. Oder hier ist drei. Komm, friss das. Natürlich breite ab. Jo, okay, das ist gerade hässlich hier, wie man, dass man nicht ordentlich über den Hügel ziehen kann. So, genau. Finde ich irgendwie. T54. Genau. Vielleicht was tun. Boah, mich ist alles hier ein bisschen bunt. Lol. Achso, das war ich nicht. Okay. Ja, okay, Zwickmühle. Also ich fühle mich so ein bisschen wie eine Zwickmühle. Ich denke mal, wir fahren mal hier irgendwo an den Rand. Fahren wir mal hier ein bisschen außen rum, versuchen da ein bisschen reinzuwirken. Oh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier gerade was vergessen, was ich vielleicht noch zum Mod sagen kann. In der letzten Folge habe ich den ja relativ grob vorgestellt. Die Mod, wie man eigentlich sagt, statt der Mod einfach die Mod. Ich verbabbel mich. Ja. Also, viele sagen immer der. Oder? Moment, jetzt. Ich verwirre mich gerade selber. Manche sagen der Mod, es ist aber die Mod. Ja, die Modifikation. Ja, genau, deswegen. Ja, und, jetzt ist mein Team voll am Verkacken. Und, was ich sagen wollte. Ich habe einen Krug vorgestellt. Vielleicht kann ich hier noch einige Feinheiten erklären. Das ist immer so, gerade wenn ich hier am Schießen bin, wenn ich eigentlich was erklären wollte, aber... Na? Wir haben sie. Ich bin so konzentriert, dass ich es einfach nicht... bla bin.
Ja, okay, ich erkläre es euch gleich, Freunde. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen... bisschen unkonzentriert. Merkt man das? Bin ich unkonzentriert? Nein. Lüge. Nein, ich doch nicht. Gleich kommt der nächste Schuss und ich bin dort. Jetzt bin ich tot. Oh. Oh, von dem westlichen Russen auseinandergenommen. Okay, gehört sich so. Nee, Moment, gehört sich so nicht. Seid ihr meine Truppen putzig? Oh, jetzt ist er tot. So, wo ist denn der letzte Gegner? IS-3, die ich. Ach, egal, Schätze umschalten. Wir gehen back to Garage. Ja, was gibt's denn noch so, was man hier so belabern kann? Weil ich bin relativ ideelos gerade eben. Gerade eben hatte ich noch was. Eine super Idee. Aber über die über das tolle Niveau von RTL reden. Das funktioniert immer. Das ist immer ein super Gesprächsthema. Erzähl. Der RTL hat kein Niveau. Und du? Also ich weiß nicht, zwar ab und zu habe ich gehört, dass irgendwie Sachen von RTL ultra scheiße sind, aber jetzt wirklich aufgefallen ist mir an sich nicht wirklich was. Was ist denn da beispielsweise niveaulos? Alles mal angefangen davon von Bachelor. Germany's Next Model. Germany's Next Model. Also bist du leider ein bisschen abgehakt. Germany's Next Topfmodel. Topfmodel? Ja, das Topfmodel. Nicht Topf, Topftrottel, Topftrottel, so. Germany's Next Dorftrottel, da bin ich für. Oder so Sachen wie Reportagen, das finde ich auch immer sehr lustig. Dass wir Gamer alle uns nie duschen und stinken und... So finde ich echt. Hat einen Prop-Applaus fast verdient, aber kriegt's nicht. Ja. Irgendwie müssen ja Leute auch unterhalten werden, ne? Ja, jede Art von Menschen muss unterhalten werden. Einmal die Dummen und einmal die Schlauen. Und die Schlauen regen sich über die Dummen auf. Und die Dummen über die Schlauen, weil die verstehen es einfach nicht. Boah, was geht gerade im Teamspeak ab? Wieso? Da chillen gerade so 5 Leute im Willkommens-Channel jetzt nicht mehr. Lol. Mach einfach mal, weil sie ihm direkt erstmal die Minecraft-Gruppe zu. Boah, bin ich sozial. Ah, der ist gebaut. Der E100 ist auch ein geiles Biest. Na komm, fahr ihr sie. Wir fahren jetzt, wir fahren jetzt um die Dings herum. Oh nein! Ich wollte ihn da ans das Antriebsrad abschießen. Jetzt haben wir da noch eine S122 hier, glaube ich. Och nein, ich bin gerade so ein richtiger Lappen im Ziel. Ach, hast du kein Zielwasser getrunken? Oh ja, geh mal her. So, jetzt sind wir durchs Antriebsrad. Meine Fresse. R100 ist schon wieder gedauert. So, den die 5 einmal schön im Motor. Hey, die bouncen alle bei mir. Okay, der. Ich tipp's so. Ja, nur mal ganz auf durch. Jetzt bin ich tot. Mein Gott. Ich habe so eine etwas kratzige Stimme. Beziehungsweise ich hab du erst lol.
Ja, okay, mit der IS-7 haben wir gerade Dilemma ehemalig verkackt. Und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, was wir fahren. Wir fahren Tiger 2. Der ist ja schon zurück. Was hat sich das so ergeben? Oh, was? Oh, jo. 1700 EP, das ist gar nicht mal so schlecht. Not bad, not bad. Und 1069 Draw. Ja, also die Mod ist, macht alles ein bisschen übersichtlicher, aber man muss sich dran gewöhnen und ich jetzt gerne auf Deutsch. So, wir spielen nochmal den Tiger 2 und wir hoffen, wir überleben mal irgendeine beschissene Runde. Und ich wette, wir kommen in ein 10er Spiel, weil nur gerade über 1008er warten und 30 10er. Und natürlich sind wir die Leute, die dann in ein 10er Gefecht kommen. Ist ja immer so. Ja, und wir warten wieder mal eine halbe Ewigkeit in der Warteschlange, wie es sich in jedem Part dazu gehört. Ich weiß nicht, über was wollen wir denn labern. Noch ein Thema. Man, irgendwas war ja... Ach, labern wir mal um etwas Politisches über die Ukraine. GC antwortet nicht, schon mal sehr begeisternd. Hm? Über die Ukraine labern. Sehr interesseweckend. Merkt man. Ja, da spacken nur Leute in Teamspeak rum, weil die meinen, sich die ganze Zeit vom Channel kicken zu müssen. Ja. Auch nicht gerade sehr interessant. Auch nicht gerade die Sache, die ich eigentlich angesprochen habe. Ich mache mal hier einen kleinen Cut, weil wir die ganze Zeit eine Ewigkeit in der Warteschlange sind. Und ich glaube, wir sehen uns im Gefecht. Jo, bis dann. Und wir sind auf dem Schlachtfeld, wie versprochen. Und wir sind wieder, haben wieder ein Zeiss-Team. Da, warum ist der Eis? Deine. Weil er noch keine Stats hat. Also, weil er noch, anscheinend noch kein einziges Mal gespielt hat. LOL. Ja, wieder solche, Level Na, nicht Levelzerstörer, wer ist nochmal? Teamzerstörer oder sowas. Oder irgendwelche kleinen gässlichen Panzer reinholen. Naja, versuchen wir was draus zu machen. Ein hässlicher Chimie. Also manchmal habe ich das Gefühl, habst du den Drang einfach mal aus Versehen zu schießen? Und den aus Versehen. Ja, ganz aus Versehen. Ja, kann doch mal passieren. Ist dann hat sein ganz aus Versehen schießt er nochmal. Hoppala. Hoppala, hab ich ein bisschen Blayfeld. Ja, aber Panzer schießen ja nicht mit Blei. Der hätte ja das Geschoss so eine extreme Bullet-Druck im extrem Grundverlust und die das schwere zu von nicht so cool. So, wie sehe wir spielen Sturmangriff und wir campen. Erstes Ziel, eine doppelte S3. Lob, lob. Leute, der ist der erste Panzer bei uns, schießen und plopp, blow up. Tja, der eine voll gearscht. Ja, kann ich gar nicht dafür. So, was haben wir hier gehabt? Die ST1 und die S3. Aua, was kommt auf mich? Unser Flugzeug wurde entwertet. Wir können uns kaum bewegen. Ja, nicht klar. Drehgeschwindigkeit. Schießen wir hier an 70. Ja, was wollt ihr mir noch alles benutzen? Mein Gott, wir sind da verkackt. Aber egal, ich sehe, die Folge ist gerade zu Ende. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Im nächsten Gefecht. Das war das letzte. Wäre schön, wenn ihr mal einen Kommentar hinterlasst, vielleicht einen Daumen hoch geben oder Daumen
Ja, Daumen hoch bitte. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal beim Tize vorbei, dem Gesprächslosen. Nein, ich bin nicht gesprächslos. Ich bin gerade am Diskutieren, deswegen. Achso, ja. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Links in der Beschreibung und wir sehen uns. Tschüss.